Hallo und herzlich willkommen zu The Walking Dead Season 2. Ich bin wieder euer Avenger und ja, ich habe es endlich mal geschafft, mal eine Folge aufzunehmen von The Walking Dead. Ich war ja schon mega heiß drauf und ich weiß, ihr seid es auch. Zu 100.000%. Jetzt geht es nämlich endlich weiter. Ich muss mal gerade ein bisschen leiser machen. Ich höre es kaum. Ja. Meine Entscheidung können wir natürlich noch nicht reingucken, weil ich habe dieses Spiel, seit ich es installiert habe, noch nicht gespielt. Auf dem Handy zwar schon, aber wie ihr schon sehen könnt, es ist auf Deutsch. Ich muss mal gerade gucken, ob der Untertitel auch auf Deutsch ist. Ob der eingeblendet ist. Ja, ist eingeblendet auf jeden Fall. Man kann die Sprache nicht umstellen, also das muss definitiv mit einem Patch gemacht werden. Und den habe ich draufgehauen. Was das für Komplikationen mit sich gebracht hatte, das habe ich ja bereits in einem anderen Video erklärt. Ich denke mal, die Grafik müsste so ziemlich das höchste sein. Ja, es geht nur hoch oder niedrig, so wie es aussieht, ne? Anti-Aliasing an, alles an, höchste Auflösung, passt. Ich würde sagen, ohne weiter irgendwelche Worte zu verlieren, würde ich sagen, wir starten. Direkt mit dem Spiel The Walking Dead Season 2. Und zwar genau jetzt. Ja, Episode 1, starten wir mal. Oh, ich bin so gespannt. Ich habe das ja auch noch nie auf Deutsch gespielt. Spielstelle der ersten Staffel, bla bla. Ach so. Ja. Auf den entscheidenden Konsequenzen aus Staffel 1. Dein System wird nun automatisch nach einem Spielstand aus der Staffel 1, deren Episoden abgeschlossen wurden, durchsucht. Wird da nichts finden. Weil es wurde ja leider alles gelöscht. Spielstand kann nicht gefunden werden. Auf dem System konnte kein Spielstand auf der ersten Staffel, deren Episoden abgeschlossen wurden, gefunden werden, damit die zweite Staffel gespielt werden kann. Werden daher zufällige Entscheidungen getroffen, um deine Handlung einzuleiten. Gut. Ich könnte natürlich Staffel 1 kaufen und das Ganze nochmal spielen. Das sparen wir uns aber. Wir wollen ja Staffel 2 endlich spielen. Endlich spielen. Jetzt müssen wir halt die ganzen Dinger nehmen. Die Entscheidung nehmen, was wir halt schon getroffen haben. What's your name? I'm Clementine. You've been all by yourself through this? I know who you are. And I know you're a killer. Das habe ich nicht gemacht. Nein, ich habe verschont. I hope you know what you're doing with her. I got it. Molly said Crawford is the only place left in Savannah that still has people. That means it must be where my mom and dad are. Okay, you can come, but you have to promise to stay quiet. Clementine? Clementine! I know how to be a dad, you know. She wouldn't be exposed to what she has been with you. Nee, bei uns musste das die Clementine übernehmen. I know. You have to shoot me, honey. Lee, no. Also mich hatte der erste Teil auf jeden Fall mitgenommen und ich habe mich, vorgestern ist gewesen, hatte ich mich mit Ich mag Milch unterhalten und ihn hat es auch mitgenommen. Mich hätte echt mal interessiert, ob es euch auch ein bisschen mitgenommen hat, diesen letzten Akt von Season 1. Aber leider kam da kein Commentary dazu, das fand ich echt schade. Na, vielleicht kommt ja jetzt ein bisschen mehr von euch in Season 2. Jetzt endlich mal auf Deutsch. Ich kann es endlich mal auf Deutsch lesen, weil mein Englisch ist ja nicht so cool. Ich kann es zwar schon, aber halt nicht ganz so, wie ich das gerne hätte. Und deswegen ist es jetzt echt mal interessant, die Story mal komplett auf Deutsch zu lesen, dass ich vielleicht... Oh, Midge, you can't be serious. I am. We are not doing that. Why not? Because. Damit ich weiß, ob ich richtig übersetzt habe. Im ersten. Come on, Krista. What's wrong with Omid?
We're not calling our baby Omid. One of you is what? Enough. Clementine, a little help here? Also, sie ist schwanger geworden? Omid the second. No. Omid Junior. No. You have to admit it has a ring to it. What if it's a girl? Then we name her Krista. But I'm Krista. I don't want to call her Krista. That's just confusing. So name her Genevieve. I don't care. How can you not care? You're not taking this seriously. I take everything seriously. Especially little Omid's future. Keep talking, and you'll be sleeping in the rain tonight. Remember that time in Barstow? Vegas weekend? Why don't you, get cleaned up in the girls' room, Clem? I hope the sink works in there. I wouldn't count on it. Just be careful and make sure to keep track of your things. We'll be right next door. Okay. Hello? Also warum jetzt Krista und Omid in die andere Toilette gegangen sind, kann man nur erahnen. Nicht? So, schauen wir erstmal die Toiletten durch. Ich bin ein bisschen verschnupft, ey, tut mir leid. Oh, gross. Ja, ganz genau. Das liegt aber nicht daran, dass so lange kein Video kam, sondern ich hatte einfach ziemlich viel zu tun. Ich hatte ja schon mal erwähnt, mein bester Freund hat geheiratet. Und da war es einfach nicht möglich. Ja, es war sensationelle Hochzeit auf jeden Fall. Die Feier war legendär. Ja, ich musste mich auch 2 Tage danach echt ausruhen. Das war ziemlich hart. Good. No one's here. Guess it's safe to get cleaned up. Ja, dann mach dich mal in Ruhe sauber, nicht? Er sieht schon etwas älter aus, nicht? Also muss man jetzt schon mal sagen. Bisschen größer, auf jeden Fall. Oh, Verzeihung, es ist ziemlich spät. Ja, da wird wohl eh kein Wasser rauskommen, nehme ich mal an. Please have water. Figures. Better. Oh, shoot. You. Oh, die kennen wir noch nicht. Spannung steigt. I see you. Get out of there. You're not fooling me. Come on out now. Who are you? None of your business. Are you gonna hurt me? Only if you're stupid. Get out here. Oh.
die Waffe wohl geladen ist? You got anything on you? Come on, let's see. I ain't gonna ask again. No, that's all I have. That's it? How'd you make it this long? I'm serious. What else you got? That's it. Don't lie to me. I'll pop you. Give me what you got. I'm not screwing around. Come on. Please stop. Give me that hat. No. Where'd you get it? I asked you a question. My dad gave it to me. Just give it to me. Junk, junk, junk. Look at all this junk. Shit, shit, and more shit. Why you ain't got nothing good? Not like the last people I got. They had all kinds of good shit. That was a good catch. You ain't got nothing good. You just a little fish. You gonna cry, little fish? This your daddy? What a bozo. Ach, komm schon. Oh, super. Wem wird sie wohl jetzt Vorwürfe machen, nicht? Ich meine, das war ja schließlich unsere Waffe, nicht? Also von der Clem. Oh Mann. Tja, so startet The Walking Dead Season 2. Bis jetzt merke ich, alles korrekt übersetzen. Kann ja jeder sagen, nicht? Also, naja, wir werden sehen. Wir werden sehen. Jetzt sieht man, dass sie doch deutlich älter geworden ist. Krista, talk to me. Oh. So wie es aussieht, hat sie ihr Kind verloren. Weil sie trägt ihr ganz bei sich. Nach 16 Monaten. Ach du Scheiße. Das ist natürlich... This will never work. Look at this. It's pathetic. The wood's too wet to burn. It's more smoke than flame. At this rate, we'll be eating this for breakfast. It's okay. I can wait. All we do is wait. And for what? You should be doing this, not me. Tending a fire so you can cook and stay warm. It's something you have to be able to do, Clementine. Otherwise... We need to find a group. People we can trust. We've been on our own for too long. Trust? You think you can trust someone out here? Not now. Not anymore. Okay. Sie hat jegliches Vertrauen in die Menschheit verloren. You think this is bad? Wait till we get up to Wellington. Then talk to me about cold. If we make it. We still have a couple hard months ahead of us. This rain will turn to sleet. Then ice. Then snow. It won't be easy.
Is it safe there? Safer than here because of the cold. Or so they say. We just need to keep moving north. Aha. Sie vertraut wohl darauf, dass die Zombies erfrieren, wenn es richtig kalt ist. Ist gar nicht so weit hergeholt, würde ich jetzt mal sagen. We need to get to Wellington. We'll try the best we can. I'm gonna go look for more wood. You just keep the fire lit. Oh, die sieht ziemlich böse aus im Moment. Ziemlich abgemagert und so. Die haben in der Grafik in dem Teil schon wieder was verändert. Also ich finde das echt cool, wie sich das entwickelt hat. Ne, noch mehr Einzelheiten, noch viel mehr Details. Ich finde es echt sensationell. Auch wenn es comic-mäßig gehalten ist. Es reicht aber. Ich find's gut so, wie es ist. Oh, guck mal hier, das Bild von Kenny und seiner Familie. Und das Foto, was wir im ersten Teil gesehen haben. Ist alles aufgehoben. Ich war halt auch schon ein cooler Dad, nicht? Also, muss ich jetzt echt mal sagen. Oh Mann, ey. Was suchst du jetzt was, um das Feuer im Brenn zu halten? Was haben wir denn da? Ein Feuerzeug. Sieht zumindest ganz danach aus. Oh. Scheint ja schon gar nicht mehr zu brennen, wa? Ist aber kein Hase da drauf, oder? Doch. Ach, wenn das meine Hase sehen könnten. Okay. Ach du Schande. Ah. Bingo Linsky. Perfekt. Ja. Anzünden nicht. Better, but still not enough. The flames are too low. This might burn. This won't Schild. Burn. Ja, schon klar, ne? It'll never burn. It's too wet. Kann man hier noch irgendwo anders sehen? Nee. Ah, so haben sie das jetzt gemacht, okay. Nice. Holzklotz. Fotos verbrennen. Auf gar keinen Fall. Hoppla. Oh my fucking God. I'm by myself. Bullshit. She's lying. Cut the shit, lady. It's just me. Come on, guys. She's not sane. You expect us to believe you're out here all alone? What the Krista, fuck? Krista, run! Hey! My. Jetzt wird's interessant.
Get the fuck over here! Now! Fucker. Come out here, girl. I'm not fucking around. Shit! Get the fuck over here! Come on! God, you are a fucking pain. Hello? Bam, bitch! Shit! Oh, Jesus. Jesus! Are you fucking kidding me? Das System, wie es gemacht wird, ist fucking running! Squirming! Genau, bin ihm. Let go, you little bitch! Jesus Christ! Come out of there! Jesus, are you fucking kidding me? Das darf echt nicht wahr sein. Stop fucking kicking! Come on, come on, come on! Lass mich los. Lass mich. Oh, Jesus. Jawohl. Mach dich platt. Ich renne mal. Jesus. Erfolg freigeschaltet. River runs cold. Hey. 20 Minuten aufnehmen, schon dampft mir die Bluse, ey. Das ist ja unglaublich. Das Jesus. Puh. Ja, so muss das. Genau so muss das. Ja, Krista sieht nicht gut aus. Und uns geht's, glaube ich, auch nicht viel besser. Wir sind nass, uns ist kalt. Und hello? Wir sind allein. Schon wieder. Fucking shit. So. Also, ich würde mal sagen, ich beende hier den Part, sonst wird es wieder zu lang. Und ich denke mal, ich spiele jetzt noch ein bisschen weiter. Aber das werden wir sehen, auf jeden Fall. Ich hoffe, es hat euch gefallen, der erste Part von Season 2. Und ich freue mich auf jeden Fall auf euer nächstes Einschalten. Wenn ihr wissen wollt, wie es weitergeht, ob wir eine Gruppe finden, ob wir Krista wiederfinden, ob wir warme Klamotten finden, ob wir was zu essen finden, ihr werdet es auf jeden Fall erleben in einem weiteren Part, The Walking Dead Season 2. Bis dahin. Macht sich gut, macht's besser und wir sehen uns auf jeden Fall. Bleibt anständig. Servus, alte Schwede.